Und einlöffern für die Kathi. Das kann sonst keine Biomarke. Von Zurück zum Ursprung gibt's jetzt die erste Babynahrung rückverfolgbar bis zu den Ursprungsbauern. Das ist Transparenz im Kreislauf des Lebens. Greifen auch Sie jetzt zur ersten Babynahrung, bei der man ganz genau weiß, woher sie kommt. Exklusiv bei Hofer. Tel Aviv. Jerusalem. Tel Aviv, Jerusalem. Buche jetzt deine Reise. Fahr zum McDrive vor der Arbeit. Oder wenn keine Zeit zum Einkaufen war. Komm, wenn du nicht schlafen kannst, wenn dein Schädel brummt, wenn du gerade den Führerschein gemacht hast. Oder nach der Arbeit. Komm, wenn du dich aufs Match freust. Oder wenn der Schiri sich verpfiffen hat. Komm, um dich zu verwöhnen. Und deine Kinder. Komm, wenn's einfach schnell gehen muss. Die McDrive Rally ist da. Zeig, was du kannst und gewinn täglich Gutscheine und gratis Produkte. Jetzt in deiner App. Ich bin Liv, die virtuelle Botschafterin für den neuen Renault Kadjar. Erschaffen, um das erste Mal echte Emotionen zu erleben, zu entdecken, zu fühlen. Stark, kraftvoll. Während alle versuchen, in der virtuellen Welt zu leben, hab ich's in die echte Welt geschafft. Renault Kadjar, echt was erleben. Jetzt bei der großen Renault-Lageraktion bis zu 8.300 Euro sparen. Jetzt geht's los. Es geht los. Und offensichtlich freue ich mich so. Das große Finale des Eurovision Song Contest 2019 steigt hier in Tel Aviv. Und Mr. Song Contest, also ich, darf wieder mit dabei sein. Deswegen freue ich mich so. Ich präsentiere Ihnen hier und jetzt meine 10 Highlights des heutigen Abends. Und nebenbei plaudere ich mit den Stars hier beim großen Empfang für den Song Contest. Bye-bye, thank you. Na, ihr seid in meinem Top 10 Countdown. Oh. Handshake! Das ist ja voll schön. Und eigentlich könnt ihr jetzt anfangen, oder? Herr Moderator, bitte sprechen. Achso, nein, ich bin nur gerade verwirrt, weil der Red Carpet ist hier orange. Ich glaube, das freut den Hauptsponsor. Dafür ist mein Gesicht rot. Willkommen am dritten Abend hier in dieser Stadt am Mittelmeer. Eurovision Song Contest, das große Finale 2019. Über diesen Orange Carpet müssen Sie alle gehen, die Teilnehmer am heutigen Song Contest. Hochmotivierte Menschen, ja? Noch haben Sie alle die Hoffnung, dass Sie hier was reißen. Ich zeige Ihnen heute meine Top 10. Da sind natürlich die Big Five mit dabei und der Gastgeber Israel. Die haben ja letztes Jahr gewonnen, sonst wären wir nicht da, eh klar. Und trotzdem, auch heuer können sich noch immer nicht alle mit dem Siegersong vom letzten Jahr anfreunden. Israel is the winner of Eurovision Song Contest 2018. Ja, ich erinnere mich. Nein, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Damit kann ich gar nichts anfangen. Das ist schwach gewesen. Sehr, wie soll ich sagen, originell. Originell. Also das war nur so Pipi, Gaki, Pupi, Zuzi. Was ist das? Also man ist sich immer noch nicht ganz einig, was das eigentlich gewesen sein soll. Es ist unterschiedlich. Musiker finden halt so eine Art von Musik ein bisschen zu Kaugummi und zu aggressiv und für die Ohren einfach zu laut. Nein, das war keine Musik, das ist nicht zugekommen. Ja, das mag stimmen, aber ihre Mission hat Netta trotzdem erfüllt. Wer vor Ort dabei war, der hat mitbekommen, wie wichtig ihr der Sieg letztes Jahr gewesen ist. Sie haben ja auch ein Jubiläum jetzt dieses Jahr. Also es war für Sie sehr wichtig, dass der Song Contest dann im Folgejahr zeitgleich mit dem Jubiläum im eigenen Land stattfindet. Wie? Alles wegen meinem Jubiläum?
Ach so, nein, Israel hat ja auch Jubiläum heuer. Das hätte übrigens beinahe nicht stattgefunden. Das israelische Fernsehen hatte größte Probleme bei der Finanzierung. Und man merkt es auch beim heurigen Beitrag. Da wurde offensichtlich gespart, sogar das Video ist schwarz-weiß. Das ist insofern fast ein bisschen enttäuschend, also es jetzt vom Anfang kennt es auch ein Video sein aus der Zeit, als es noch MTV gegeben hat. Also es fällt mir so ein bisschen das spezifische Song Contest Aroma, aber das muss man weiter singen. Möglicherweise ist ja der israelische Plan, solide abliefern, sich nicht blamieren, aber bloß nicht wieder gewinnen. Ja, das ist schön, aber das, also das ist jetzt nicht was, wo ich sage, wow, das ist jetzt ganz was Außergewöhnliches. Sorry. Kein Problem, ich sag's Ihnen nicht weiter. Na, ich frage ihn vielleicht ein bisschen diplomatischer. Do you ski, Kobe? Ski. Have you ever been on skis? Like ski, yes. Like on, yes. Winter, on, yes. Snow? Yeah. No. Have you ever been in the snow? You know, sometimes it snows in Israel. I've been to snow. So you know, it's a bit tough, actually, because you represent your country in Eurovision, which is great, but you don't get to travel, actually. Yeah, I know, but I'm not seeing it as a vacation. You have a mission. You have 200 million people watching you, and you need to deliver the song and touch as many hearts as you can. So I'll travel after Eurovision. Representing your country as the host is sometimes difficult, as we know in Austria. Grüße an die Make-Mix. And Portugal and many other countries. Are you a bit afraid of that? No, because I'm not seeing it as a competition. If I'll get off stage and said, Kobe, you did your best, it's a win situation. Shalom. Shalom. Thank you very much. Yeah. Das mit dem Gewinnen wäre auch für Großbritannien so eine Sache. Die haben schon lange nichts mehr gerissen. Platz 9. Vielleicht wird es ja heuer was. Vielleicht aber auch nicht. Wobei ich überlege gerade, das Lied funktioniert, glaube ich, auch ganz gut, nur im Radio, wenn man ihn gar nicht sieht. Vielleicht gar nicht schlechter. Auch ein Song, wo man eigentlich gleich mitsingen kann, wo du genau weißt, was als nächstes kommt, wo er hingeht, jetzt geht er dann rauf, jetzt geht's rauf, jetzt geht's rauf, jetzt geht's rauf, jetzt singt er einen langen Ton. So. Aber ich glaube, für so einen Beitrag Song Contest, da muss da was einfallen. Da muss da einfach was einfallen. Ja, es ist leider wieder nicht das innovativste Werk, das uns die Briten heuer präsentieren. Nein. Da müssen sie sich was anderes einfallen. Und da sind sie besser, die Engländer, ganz sicher. Das kennen sie auch. Ja, ey. Aber ich meine, sie haben ja eine wirklich gute Ausrede zur Zeit. Es geht drunter und drüber auf der Insel. Das hätte sich auch keiner gedacht, oder? Vor kurzem, dass Großbritannien mal zu den politisch instabilsten Ländern beim Song Contest zählt. Statement, the Prime Minister. Ob das heute Abend Konsequenzen hat, frage ich mich. Wie viele Freunde sie sich gemacht haben im restlichen Europa, das ist fraglich, wie weit das auf die Wertungen und auf die Punkte abfärbt. Sollte es eigentlich nicht. Ja, sollte. Aber wenn man die Russen für politischen Unfug abstraft, dann könnte das auch bei den Briten passieren. Spannend. Der Song Contest heuer wird richtig, richtig spannend. Wie viele Punkte kriegen die Briten? Und wenn, von wem? Wir behalten das im Auge. Das ist kaum auszuhalten vor Spannung, oder, Michael Rice? Hi, nice to meet you. Yeah, it's really nice to be here. It's incredible. But it's so good to still have you in the contest. Yeah, the United Kingdom. Do you have to talk about the Brexit a lot? Yeah, well, the thing is though, I think Europe's got this bad interpretation of United Kingdom. Not all of us voted to leave, and I don't think half of the UK know what they voted for. It wasn't explained to us. We love Europe. I just have this thing, everyone thinks we hate them, but we really don't. And we're here, it's a singing competition, and I'm here to sing, and yeah, it's incredible. And you might get some extra points just to motivate the British to stay in Europe, yeah. And in Eurovision. Well, I'm constantly telling the UK to like really get behind the acts, because Eurovision's really big. It is really big in these countries. But yeah, I think this year they're getting behind this, getting behind me and the song. So it's really nice to see.
Do you still own your ice cream and waffle shop? No, I don't. I closed it because of all this, and then I've got record label meetings after, and it's just like a lot to take on. So hopefully in the future. Good luck, Mister. Thank you so much. Thank Bye-bye. You. Check. Als nächstes ein Land, das wahrscheinlich nie aus der EU austreten wird, allein schon weil German Exit irgendwie fetzendeppert klingt. Hier sind Sisters mit Sister. Sie hat es beim Singen jetzt sehr ernst genommen. Einfach so das ganze Thema. Ich nehme meinen Job ernst. Ja, wir sind alle zum Spaß da. Das sind die Sisters. Und die sind gar keine Schwestern. Das ist Sister mit Sister, obwohl sie überhaupt keine Sisters sind. Was ist das? Na, sollen sie die Wahrheit singen, dass sie sich eigentlich gar nicht kennen, weil sie erst vor ein paar Monaten von der Plattenfirma zusammengewürfelt worden sind? Das wäre auch komisch irgendwie, oder? Naja, auch großes Besteck, immerhin zwei Frauen, die ein Duett singen, ist ja schon mal was. Ja, die sind irrsinnig fest, die zwei. Dunkel, blond, da ist für jeden was dabei, optisch. Das Lied klingt vernünftig. Naja, vielleicht wird es ja mal wieder was für Deutschland. Ach, man vergisst so schnell. Letztes Jahr waren die Deutschen mit Platz 4 doch alles andere als schlecht. Ah doch? Ja. Ah, ja, da habe ich letztes Jahr nicht aufgepasst. Na ja, egal. Ist doch eh vorbei. Und ich bin mir recht sicher, dass die Sisters dieses Ergebnis heuer eher nicht erreichen werden. Es ist eine sehr unauffällige Nummer und Deutschland hat einfach schon bessere Nummern, um jetzt mal gegen meine Heimat zu wettern. Egal, Frau Klebo, beim ESC darf man auch über das eigene Land lästern. Wieso tun sich die so schwer, die Deutschen? Was ist es? Warum sind die so fad immer? Also immer nichts. Vor 20 Jahren mein erster ESC, wie gesagt, auch hier in Israel, da waren die Deutschen gar nicht fad, oder? Vor 20 Jahren war das? Ja, ist doch lustig. Es wirkt eher wie vor 30. Ja, das war die Reise nach Jerusalem, das ist doch wahnsinnig originell, oder? Wenn man in Jerusalem mit der Reise nach Jerusalem und so. Lasst uns gehen auf die Reise nach Jerusalem. Ja, aber sie spielen ja nicht wirklich Reise nach Jerusalem, sonst müssten drei Sesseln da sein und man müsste schauen, wer sie niedersetzen kann. Es ist nur ein Sessel da und da sitzt einer. Das ist Reise für Jerusalem nach Jerusalem ganz falsch interpretiert für mich. Und trotzdem hat das funktioniert. Deutschland wurde beim letzten Song Contest in Israel Dritter. Laurita und Carlotta, ihr seid doch viel zu jung dafür. Und ihr habt ja irgendwie auch ganz genug zu tun, dass ihr euch selber mal erst kennenlernt. Also ihr müsst die ganze Song Contest-Geschichte kennenlernen. Wir haben uns jetzt, glaube ich, so gut kennengelernt, wie es geht. Ihr seid jetzt mittlerweile echte Schwestern, oder? Ja, absolut. Auf jeden Fall. Absolut. Was vielleicht hilft, ihr habt dasselbe Horoskop. Ihr seid beides Wagen, oder? Ja, tatsächlich. Woher weißt du das? Ich habe recherchiert. Wow. Ich habe sogar extra euer Tageshoroskop von heute. Wollt ihr es hören, Waage? Ja, sehr gerne. Waage, heute 18. Mai. Der Mond steht im Feuerzeichen Löwe. Sie blühen auf, haben viel Ballast abgeworfen die letzten Tage. Das stimmt. Bei diesen Sternen kann der Tag nur schön werden. Sie verlieben sich in einen Moment. Das war bei mir schon heute. Was war der Moment? Das können wir jetzt hier nicht so öffentlich sagen. Okay, gut. Ich sage euch noch, wie es ausgeht. Sie müssen sich verausgaben, vielleicht beim Tanzen. Ja, da haben wir gar kein das Problem wird mit. Heute passiert. Viel Glück, vielen Dank. Ciao, ciao. Und weiter geht's in meinem Ranking mit Platz 7, die Glücks 7, die passt zum Horoskop. Dieses Land, das jetzt kommt, das kann Glück auch gut gebrauchen. Obwohl Big Five Mitglied, ein echtes Sorgenkind der Eurovisionsfamilie. Ja, das sind sie, die Sorgenkinder. Also, nicht die zwei, obwohl irgendwie auch. Alfred und Amaya vom letzten Jahr haben sich mittlerweile getrennt. Ja, um Spanien beim ESC muss man sich echt Sorgen machen. Das einzig Interessante an den spanischen Beiträgen der letzten Jahre ist Klatsch und Tratsch rundherum irgendwie. Da war doch die Lebensgefährtin von David de Gea, vom Torhüter vom Spanischen. Die war, glaube ich, einmal als Vertreterin am Start.
Ja, das stimmt. Edurne, 2015 in Wien in den Farben von Manchester United. Da spielte ihr Freund, Superstar David De Gea, einer der besten Tormänner der Welt. So gut, dass ein Bild von ihm so teuer ist, dass ich es Ihnen jetzt gar nicht zeigen kann. Gut, sparen wir uns das Geld. Bei Interesse einfach googeln. Edurne, damals 21. Platz. Und übrigens, kein Witz, einen besseren Platz konnte seitdem kein spanischer Beitrag mehr erreichen. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass es so bleibt. Diese verordnete Fröhlichkeit geht mir schon so auf die Nerven. Die Spanier könnten heuer tatsächlich zum 5. Mal in Folge nicht in die Top 20 kommen. Was würde dazu David De Gea sagen? Wurscht. Was sagen die Anwesenden? Ein so schönes Land und dann das. Auf Wiedersehen. Ja, aber entschuldige, das ist geschrien. So singe ich, wenn du mit Freunden in eine Karaoke-Bar gehst und schon das eine oder andere Glas zu viel getrunken hast, dann singen die Männer auch so, ja? Boah, fürchterlich. Also man kann sich das durchaus vorstellen, dass es wie jedes andere Lied, das genauso klingt, einen Sommer lang durchgespielt wird. Oder auch nicht, vielleicht ist es auch ein anderes Lied, das so klingt. Ich glaube auch gar nicht, dass ich im Sommer mir dann sicher sein werde, ob das Lied, das überall kommt, das ist oder anders. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt, das macht doch gute Laune. Mickey, I think you brought the perfect song to Eurovision in the Mediterranean. I think so. I think that the Mediterranean countries, for sure Spain, we are like the song. So we are this happiness, fresh, everything, yeah. Spain would be quite happy to make a good result, I think. I think so. I think that this year, if we have like a top 10, it will be crazy. And we are fighting for it, so. You're number 7 in my countdown, so. Really? Yes. I'm going to tell you something. Thanks, first of all. And since I arrived here, I'm seeing 7 everywhere. Really? Yes. We were like in the 7 gate when we arrived to the airport. I'm in the room, 7. I'm seeing 7s everywhere, so. So this is your lucky number? Yeah, it's my lucky number. You would be happy with number 7 in the contest? For sure, for sure. And Spain would be as well? Yeah, of course. I wish you all the luck and go on and spread some happiness here in Tel Aviv. Thank you. Thank you. Good luck. Mickey aus Spanien. Naja, das kann ja alles kein Zufall sein. Nach Platz 7 kommt Platz 6. Ich freue mich, jetzt kommt der Schweizer Beitrag. Richtig. Und den würde man auf den ersten Blick gar nicht als solchen erkennen. Wenn ich jetzt für die Schweiz voten soll, ne, dann soll ich irgendwas mit der Schweiz zu tun. Dann, weiß nicht, irgendwas, viel Geld, was er da rumfliegt, keine Ahnung. Milch. Irgendwas mit der Schweiz muss es haben. Herumfliegendes Geld, herumfliegende Milch. Ich sehe das schon richtig. Ich gebe den Vorschlag gern an die Schweiz weiter. Bin aber trotzdem froh, dass sie sich heuer für einen anderen künstlerischen Zugang entschieden haben. Das hat so einen Latino-Touch. Ja? Das erinnert mich ein bisschen so an Argentinien. Das finde ich gut, weil die Argentinier dürfen eh beim Song Contest nicht teilnehmen und die Schweizer übernehmen das. Die sind ja auch neutral an sich, also die machen ganz gern einfach alles, was die Welt bewegt, auch musikalisch. Richtig, und jetzt ernsthaft, auf der Bühne hat Luca Henny am Donnerstag nochmal einen draufgesetzt. Ja, Timberlake is back. Volle Kanone. Das ist so ein klassischer Popsong, wie man zurzeit ihn macht. Auch mit dem Rhythmus, mit dem Aufbau, die Hook. Aber der ist in der Schweiz, ist eine richtig große Nummer. Und also ich bin geplättet. Und ich glaube, dass der ganz weit vorkommt. Also ich gebe dem eine Top-3-Platzierung. Ja, kann gut sein. Übrigens, wer braucht schon fliegende Milch und fliegendes Geld, wenn man so groovy aus einem Auto aussteigt?
Luca Henny, die größte Schweizer Song Contest Hoffnung seit Celine Dion, oder? Ja, danke schön. Ich nehme es jetzt einfach mal als Kompliment. Was hast du, was Celine Dion nicht hatte? Ja, okay, das ist eine Kackfrage. Nee, ich meine, Celine Dion hat alles. Also ich meine, die hat natürlich alles richtig gemacht. Ich glaube, schwierig zu vergleichen. Du hast die Moves. Ich habe auf jeden Fall die Moves. Das ist ja auch, also singen und tanzen gleichzeitig ist unfassbar anstrengend. Letztes Jahr Zypern, Eleni Forever, die hat stundenlang trainiert. Wie macht man das, dass man so sich bewegt und trotzdem passen die Töne? Es ist wirklich das Training, was es ausmacht. Also anfangs war ich immer außer Atem. Und da mussten wir einfach sagen, hey, jeden Tag trainieren. Wie jetzt irgendwie speziell Fitness und Singen zusammen? Ja, speziell einfach rennen auf dem Laufband und singen dazu. Okay. Dass der Körper sich daran gewöhnt, einfach zu arbeiten und zu singen. Das war so die größte Herausforderung, haben wir jetzt aber gepackt. Du bist ja Fernsehshows, auch größere gewohnt. Wie unterscheidet sich das? Ist das jetzt sowas, hast du schon was schon mal erlebt oder ist das nochmal alles andere? Also ich sage immer, also ich mache eben schon seit 7 Jahren Musik, habe schon einige Sachen erlebt und ich bin sehr froh für das, weil es ist jedes Element, sei es jetzt hier roter Teppich, Interviews, Soundcheck, Bühnenerfahrung, ich kann von jedem so ein bisschen rauspicken und bin da eigentlich ganz gelassen. Es ist einfach nochmal natürlich eine Nummer größer. Aber so die kleinen Schritte sind natürlich irgendwie ähnlich und da bin ich sehr, sehr froh, aber bin natürlich trotzdem sehr aufgeregt. Kleine, mittelgroße, große Schritte, da geht's Richtung Bühne, toi, toi, toi. Alles Gute, hopp auf Schwyz. Perfekt, ja, hopp Schwyz. Hopp Österreich. Tschüss. Luca Henny. Und wir sind schon bei Platz 5 in meinem Countdown. Und ich glaube, dass dieses Land, das jetzt gleich kommt, sehr froh um einen Platz 5 wäre beim echten Song Contest, weil die haben in den letzten Jahren auch nicht wirklich viel Erfolg gehabt. Heuer kommen sie mit einem Sänger, der ja sogar im eigenen Land ziemlich polarisiert. Wie Thomas Forstner damals, als er für Österreich beim Song Contest war. Hose, die Schulterpolster, das passt alles gut hin. Verdammt, das stimmt wirklich. Aber den Forstner Vergleich, den ersparen wir ihm. Zumal das ja 8 Jahre vor seiner Geburt war. Die Anfeindungen, mit denen er heute konfrontiert wird, die kommen hauptsächlich eh klar aus den asozialen Netzwerken. Der Typ ist speziell, aber ist auch nichts Außergewöhnliches, finde ich. Ich meine, 2019 haben wir da, ist es relativ wurscht und normal, dass Leute sich anziehen und herrichten, wie sie wollen. Und außerdem sind wir beim Song Contest, nicht? Also sollte alles kein Thema sein. Wie oft müssen wir es nur sagen? Es wäre so schön, wenn wir das nicht mehr tun müssen, weil es geht mir mittlerweile einfach auf die Nerven. Reißt sich jetzt endlich zusammen. Es ist echt auszuhalten mit allen von uns. Und genau das würde Bilal Hassani mit seinem Auftritt gerne untermauern. Schade ist nur, dass er leider in Sachen Qualität nicht an sein großes Vorbild Conchita rankommt. Hey, hi from Conchita. She really says hi. Oh my god! Oh, that's crazy. We showed you your song and she loved it. Oh my god, I'm very shocked. Very, very shocked. You might meet her, she's coming. I know. You're a big fan of hers? Of course, I'm a big fan of all the Eurovision legends, and she's one of those. And there's some parallels with you and her. Not everybody is very pleased in France that you are representing your country. Yeah, people are kind of pissed, some are. A lot of people were pissed when Conchita participated, but she made a big change. And I hope that I can make a change in my own way. I'm just being myself, and if people are not happy with it, I can't do anything about it. You are yourself in a spectacular dress. Thank you so much. Thank you. Das muss man mal, kann nicht jeder tragen. Vorsicht, das steige nur aufs Gewand. Das ist ganz schwierig, um dieses Gewand herum zu tanzen und dann bei Platz 4 zu landen. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Und der gehört Duncan Lawrence aus den Niederlanden. A broken heart is all that's left. I'm still fixing. Ach Gott, das gefällt mir überhaupt nicht. Es geht schon so los, dass es mir nicht gefällt. Keine Ahnung, ja, hübsch, aber fad. Also, ehrlich, ich verstehe auch nicht ganz, warum der Song so weit vorne bei den Buchmachern liegt, aber das mit den Wettquoten beim Song Contest, das ist ja ohnehin so eine Sache. Dass wir letztes Jahr Dritter waren, das wissen Sie vielleicht noch, aber wussten Sie auch, dass Cesar Sampson vor dem Finale nur auf Platz 16 bei den Wettquoten war?
Er schon. Manche von meinen engsten Kollegen haben sogar ohne mein Wissen sogar noch gewettet, dass wir Top 3 sind, wie wir immer noch Platz 16 waren. Und die sind mit Geld nach Hause gegangen. Vielleicht irren sich die Buchmacher im Fall von Arcadia auch. So heißt übrigens der niederländische Beitrag. Ja, aber ist gut. Nicht schlecht. Klingt ein bisschen wie Sam Smith, oder? Please carry me, carry me, carry me home. Lustigerweise zum Beispiel meine Frau, der habe ich es irgendwie gestern vorgespielt, sage ich, du schau, das ist der Holländer, wird da gefallen, weißt du? Und sie sagt irgendwie, ja, das ist jetzt mein Liebling, das ist mein Liebling. Ist nämlich so ähnlich als wie beim Soundtrack von Shades of Grey. Das könnte tatsächlich eine Erklärung für die Favoritenrolle sein. Und so wie bei Shades of Grey gibt's auch im offiziellen Video zum Song viel nackte Haut zu sehen. Ist das Unterwasser oder Zeitlupe? Also ich glaube beides. Was machen denn die da? Keine Ahnung, aber auf der Bühne hat er das am Donnerstag jedenfalls nicht so gemacht. Schade eigentlich. Dass er nackt herumschwimmt? Ja, warum denn nicht? Ich weiß es nicht. Wäre ein interessanter Versuch, das zu bewerkstelligen. Naja, Knockout wäre natürlich auch eine Option beim Song Contest, aber wir sind ja eine Familienshow, das ist streng verboten und er ist ja auch mit Grand ins Finale gekommen. Aber es muss halt das richtige Grand sein, da lassen sich die Leute hier schon einiges einfallen. Die Nachbarn mögen es eher schlicht, Sala und Gaspar aus Slowenien. Ihr schaut aus, als würdet ihr gerade von der Motorreise kommen. Muss es bequem sein und muss gut ausschauen? Has to be comfortable. Yeah. Both, but both. You look amazing. Thank you so much. Yeah. It has to look good. Everybody knows that. Yes. Nice. How many jackets do you own approximately? Oh. Is it 1,000? Is it 2,000? 5,000. 5,000? 10,000? How are you up there? I'm good, I'm good. Here it's clear, yeah. Luftraum gesichert, alles gut. I like your outfit. Oh, thank you so much. Where did you get it? From Portugal. Ja, interessante Outfits, aber das, was jetzt kommt, das toppt wahrscheinlich heuer alles. Platz 3, Island. Ich stimme wünscht mir. Nein, also das ist nicht gut. Ja, ich wollte nur nachfragen. Aber gut, der Herr Waterloo ist ja nicht der Einzige, der noch immer nicht verstanden hat. Befreit. You look lovely. Thank you. People say you're kind of evil and some of them are afraid of you. But you look very nice. Just because we portray aggressive art, it doesn't mean we are aggressive people. Yeah. We're family men. I have a daughter of 1.5 years old and another baby on the way, so we... Is it very tough for your voices to sling the way you do? Yes, but I've been having some vocal training, just remembering to use the twang and breathe through the stomach, and it'll be fine, I think, yeah. Can you teach me to sing like you? Yeah, you have to start by tightening the cheek muscles and just remember to be relaxed in your whole body, especially the stomach, and you'll be fine. For example, Hanschenk ging allein! Yeah, perfect. It's a family show. If it wouldn't be, what would you do on stage? If this was not a family competition, then God knows what we would do. Are you all right back there? Thank you. It's good. Okay. He might be in trouble. Thank you. Hatari, good luck. Ich glaube, die meinen das ernst. Apropos, wir sind schon bei Platz 2 in meinem Countdown. Und ich vergebe die Silberne an Russland. Einerseits, weil dieser Sergej so ein unglaublicher Profi ist und andererseits, weil Russland sich immer brav was überlegt, wie man es auf der Bühne gut rüberbringt. Nee, aber Russland ist immer, also jedes Jahr wahnsinnig stark und was mir ja persönlich leid tut, dass jedes Jahr dieses Politikum reinkommt. No, I can't stay here longer. Ja, man kann nicht abstreiten, dass man die Russen in den letzten Jahren nicht nur musikalisch bewertet hat, sondern manchmal auch für die politische Lage im Land abgestraft hat. Mal bitte, habt ihr nichts Interessanteres zu reden? Singt's doch einfach.
Es geht um Musik und Zusammengehörigkeit. Bitte entspannt euch alle. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Ich finde, das hat dort wirklich keinen Platz mehr. Weil wir wissen es eh alle. Ja? Und dann müsste man theoretisch. Eigentlich müssten alle rausnehmen. Starten, ohne dass man weiß, von welchem Land sie sind. Das wäre schön, das wäre so toll, das sollten wir vorschlagen. Stimmt eigentlich? Ich werde es der EBU vorschlagen, Herr Nayer. Aber reden wir mal über die musikalischen Fakten von Russland heuer. Und da muss man ganz klar sagen, Sergei Lazarev hat hier noch keinen falschen Ton gesungen. Und auch sonst, der Typ ist eine Maschine. Es ist so gut. Weißt du, ich mag dieses Gefühl zu haben, so, das kann ich leicht mitsingen. Also wegen zu gut ist beim Song Contest noch keiner abgestraft worden. Deswegen ist für Russland heute absolut ein Spitzenplatz drin. Aber von der Frisur her, wenn jetzt nur Karriedes Hemat und eine Karriede Brünn hätte, dann wäre es Andrei Andrejewitsch Gabaljewski, nur dass er besser singt, deutlich. Wahnsinnssänger. Wahnsinnssänger, also wirklich super Stimme. Da wäre beim Gabalier, glaube ich, schon Einsendeschluss. Dieser Mann ist ein großer Star bei sich zu Hause in Russland. Viele russische Medien sind hier. Er ist einer der Top-Favoriten. Dementsprechend viel hat er zu tun. Sergei, did you see anything of Tel Aviv so far? Yes, of course, yes. Huh? I'm here from almost 8 days here. Of course, rehearsals, of course, of a lot of interviews. But also, I went to the beach. Did you go swimming? Yes, a bit cold. Yes, but still, it's okay. For Russians, it's okay. You had falafel, you had hummus? Yes, of course. Plus 2 kilos. Really? No. Yes. But at least you wear suntan and you don't look this red. How long did it take you to decide whether to do it again or not? Well, about 2 weeks. Really? Yes, of course I missed it a lot. I missed the whole atmosphere of the Eurovision and I'm so happy that I decided to do it again. Yeah. It's a risk, but I take this risk. It was third place last time, so it's gotta be second or first. Like, everybody expected this from me, but I'm not a robot and I don't know what's gonna happen in the final. But for me, the best result is to show a great performance, memorable performance, and to go to the history of Eurovision. shy boy. Very, very modest goal. Спасибо большое and good luck and thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Спасибо. Und damit sind wir auch schon bei Platz 1 bei Mr. Song Contest Proudly Presents. Und die Chancen stehen gar nicht mal schlecht, dass dieses Land auch den Platz 1 heute Abend beim Song Contest abräumt. Seit Italien wieder bei ist im Bewerb, liegt ja irgendwie ein Sieg in der Luft. Die liefern echt gute Resultate ab und das, obwohl sie mit zum Teil wirklich schwerer Kost antreten. Der italienische Sprachduktus ist einfach genial. Ganz egal, was man auf Italienisch singt, es wirkt einfach schon besser wie alles andere. In dem Fall war es ein Protestlied zum Thema Terror. Jetzt nicht automatisch ein Publikumshit, überhaupt weil die Mehrzahl der 200 Millionen Zuschauer nicht Italienisch kann. Trotzdem wurde das Lied auf Platz 5 gewählt. Aber ich finde, das ist wieder mal ein Beweis dafür, dass das Eurovision-Publikum sich auf das einlässt, was passiert. Ja, und zur Not kann man es ja googeln und ich sage dann ja auch, worüber die singen. Und auch heuer hat Italien wieder echt gute Chancen auf einen vorderen Platz. Vor allem, weil er musikalisch eigentlich noch interessanter ist als der Beitrag vom Feuer. Finde ich super, finde ich total genial, gefällt mir irrsinnig gut. Ich habe nicht jedes Wort verstanden, leider. Trotz alledem bleibt bei diesem Song immer noch ein bisschen was hängen, bei mir sofort, auch wenn ich des Italienischen nicht so hundertprozentig mächtig bin. Aber man merkt diesen Ansatz, dass da irgendwie auch was verhandelt wird. Naja, da hätte es Zeug zum Ramazzotl vom
21. Jahrhundert irgendwie. Ja, und genau das passt nicht allen. Zum Beispiel dem italienischen Innenminister Matteo Salvini. Der hat sich öffentlich gegen den geborenen Italiener Mahmoud beim Song Contest ausgesprochen, weil dessen Vater aus Ägypten kommt. Zu Multikulti für manche. Vielleicht ist das die Aufgabe des Song Contests. Darum ist es vielleicht auch sehr gut, dass ein ägyptischstämmiger Italiener für Italien auf Italienisch antritt. Möge er gewinnen. Lui ha vinto. Lui hai vinto? No. Sì. No. Lui hai vinto il mio countdown delle meravigliose canzoni dell'anno 1900. Heuer, jetzt Eurovision. You won my top 10 countdown. Thank you. Yes. Thank you very much. My Italian is quite rusty. Yeah. Italy is doing so well in the last few years in Eurovision. Perché? Because we are improving so much. We are studying, we are practicing, so we are ready to take all the stage. Ready to win? Yeah, we hope. I will do my best. I love your song. Thank you very much. I love your song. Austria will love your song. And since it's the number one spot already, this show is over. This little show, we're gonna go to the big show. Ich komme in Deutsch rein. Wir sind hier am Ende. Diese Show ist zu Ende. Wir sind gleich im großen Finale mit Mahmoud. Gerne anrufen. Ich würde sagen, er hat das Schlusswort. Wir sehen uns gleich live in OF1 in der Halle. Parole della chiusura. Parole della chiusura. Discorso finale. Schlusswort. Mahmoud. Ragazzi, è stato un piacere. Mi raccomando, andate a letto non tardissimo. Ciao a tutti. Vi amo. Genau, was er gesagt hat. Buonasera. Bis gleich. Buonasera. In bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Ciao.